Hey hey und herzlich willkommen hier auf hasute.de. Es ist endlich soweit. SimCity 5 ist draußen und wir spielen natürlich das auch. Genau, und da hört ihr schon den Sabofzel im Hintergrund, denn wir machen ein Let's Play Together daraus. Sabofzel hat sich gefreut, dass es auch endlich draußen ist. Der ist extrem heiß auf das Spiel. Er ist nebenbei auch so heiß, aber... Aktfotos nur auf, ne, PNs und so. Gut, ich würde sagen, wir spielen direkt los. Ich gehe mal auf Spielen. Bitte? Spiel beitreten wollen wir nicht. Also das gab es bei der Beta ja alles noch gar nicht zu sehen. Von wegen hier Server-Auswahl und so. Also sind schon ein paar online. Wir sind ja auch froh, generell erstmal einen Server gefunden zu haben, der mal läuft. Weil, also hier schlägt man sich ja nur mit Problemen rum. Ja, ne, ich gehe auch gleich ins Bett, ne? Also ich meine, wir haben jetzt hier seit 36 Stunden haben wir jetzt versucht, hier auf den Server zu kommen. Nein, ich übertreibe natürlich, aber es ist schon so ein Art, bisschen so die Startschwierigkeiten wie bei jedem Spiel mit Online-Pflichten. Wir sagen mal so, es ist nicht ganz so schlimm wie bei Diablo 3. Ja. Ja. Obwohl bei Diablo 3 ging es eigentlich, da war ich eigentlich nur zu blöd, meine E-Mail-Adresse einzugeben. Du bist aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ja das gehört jetzt hier nicht her. Hust. Nee. Okay, wir gehen, und ich besser gesagt, gehe auf Spiel erstellen, denn wir fangen eine komplett neue Karte an. Und Wahnsinn. Wir haben uns, ich kann ja hier kurz mal durchblättern, was es so für schöne Regionen gibt. Hier mit 5 Städten und ein Großprojekt. Gibt es eigentlich Städte mit mehreren Großprojekten? Ja. Stimmt, oder die letzte, 100%ig die größte. Oh ja, mit 4. Hier. Weil eins ja nicht schon genug ist. Ja, richtig. Ja, man will ja auch dann was zu tun vier. Haben, ne? Mhm. Eins noch vorweg, was halt ein bisschen bescheiden ist. Bevor man SimCity startet, muss man den Server auswählen oder sucht man sich einen Server aus. Die erstellten Regionen sind nicht serverübergreifend. Das heißt, ihr oder die Spieler oder wir müssen immer auf den ein und denselben Server gehen, wenn wir unsere Region wieder spielen wollen. Finde ich persönlich ein bisschen bescheuert. Sabofzel glaube ich auch, aber ja gut. Und nur minimal. Wir müssen damit leben oder damit leben, was wir bekommen. Wir haben uns aber für die Sonnenbucht entschieden, beziehungsweise ich. Denke ich mal, ist ein ganz guter Einstieg, weil es gibt nur 2 Städte und ein Großprojekt, somit sollte das durchaus schnell durch sein. Wobei, na gut, es dauert dann doch eine ganze Ecke. Das ist bis auch mal, ein bisschen schwieriger. Ja. Es dauert auch eine ganze Ecke, bis doch die Stadt mal so weit gewachsen ist, dass da mal was losgeht. So, weiter. Region benennen. Sabofzel, du darfst jetzt einen Namen ansagen. Ich darf jetzt einen Namen ansagen. Mit den Buchstaben... Wie wär's denn mit Ach du Kacke? Ach du Kacke. Okay. Ach du Kacke. Ausrufezeichen. Mindestens. Private Region. Also man kann jetzt noch auswählen, ob das Ganze öffentlich ist. Logisch für andere Spieler. Wir wollen ja unter uns bleiben. Und was auch ziemlich cool ist, aber wir das ganz bestimmt nicht nutzen werden, weil das ja jeglichen Spielspaß nimmt, ist der Baukastenmodus. Alle Gebäude von Anfang an freigeschalten. Das ist ja nee. Bringt nichts, ne? So, ach du Kacke. Ach du Kacke. Das ist die Übersicht unserer Region und wir suchen jetzt, oder ich suche mir jetzt erstmal eine Region aus, weil ich erstelle das Spiel ja und ich weiß noch nicht so richtig... Ich glaube, die sind identisch. Nee. Echt? Nee, sind sie nicht. Nee. Ja, dann nimm dir mal die schlechtere. Ich soll die schlechtere nehmen? Was soll ich denn dir jetzt sonst sagen? Warte mal. Aber warum? Nimm beide und ich guck zu. Ja, nee, dann nehme ich die mit etwas weniger Öl. Ist mir ja Wumpe. Die beanspruche okay, ich jetzt Öl. Mal. Also ich aber mach ruhig. So, ich bin drin und... Ach, scheiße, ich hätte jetzt... erkannt in... Ach du Kacke, was ist das? Ich habe vergessen, dich gleich einzuladen, dann müssen wir es jetzt in der Stadt direkt machen. Warte, nee, das geht ja recht. Achso, ja doch, du musst jetzt die Region da wieder auswählen. Plünderkant, Leute. Plünderkant in Ach du Kacke. Ach du Kacke, hätte ich schon gesagt. Jetzt mach ich das mal kurz Pause. Na du alte Kackbratze. Mhm. Da habe ich mir wieder eine echt super schöne Stadt rausgesucht. Na gut, was soll's. So, ich lade dich mal kurz ein. Wo, in, das welche, nett. In welche Region oder welche Stadt möchtest du denn nehmen? Ich hätte gern, Korsung? Korsung, ja. Es bleibt ja auch nicht viel übrig, ne? Freund einladen. Ja doch, ich könnte ja noch Korsung nehmen. Ja, das stimmt. Nimm doch Korsung. Warte, ich glaube, ich nehme Korsung, aber ohne Pommes. Oh, jetzt bin ich schon aufs Großprojekt gegangen. Ich würde sagen, da schauen wir dann mal, wenn es soweit ist, was wir für ein Großprojekt überhaupt machen wollen. Eine Pommesbude. Pommesbude? Hm.
Ich glaube, da kann man dann sogar noch einen Currywurststand mit an ranbasteln oder einen Broilerstand. Broilerstand wäre auch schön, ja. So, bist du im Ich piek Spiel? dir in die Pommes. Ja, ich kann nicht beanspruchen. Hast du mich eingeladen? Ich habe dich eingeladen. Ich mach's nochmal. Ja, ich kann Ah ja, spielen. gut. Die Gut. betreten die Stadt Korsung. Spieltipp. Die Windturbinen sind durch Servicestraßen mit den Windkraftwerken verbunden. Solche Straßen lassen sich auch an steilen Hängen verlegen. Ta-ta-ta-ta. Ich habe das Spiel durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch. Können wir ja wieder Diablo spielen. Ja. Oder Lara Croft. Oh ja. Wer jetzt Lust auf Lara Croft hat, guckt sich das Video erst noch zu Ende und geht dann auf unseren Kanal und schaut sich Lara Croft von dem lieben Sabowzl an. Sehr geiles Ja, das Spiel. Spiel ist nämlich der Hammerst. Aber zurück zu SimCity, darum soll es jetzt gehen. Ach so, Und Mist. ja, erstmal gucken, Hat er mich denn hier für eine Hügelstadt? ich schaue jetzt erstmal kurz, wo der Wind herkommt. Ja, Ja, das von ist da. nur von da. Das ist ja blöd, Wo bist okay. du eigentlich? Ich muss mir mal kurz die... Guck dir mal die Map Da an. hinten. Ja, wir liegen uns eigentlich relativ gegenüber, dachte ich. Ja, aber die Autobahn, die fährt ja doch... Ach nee, das Ich weiß gar nicht, wo ist jetzt dann deine der Weg Stadt zum ist. Ich sehe es jetzt Großprojekt. auch gar Okay. nicht. Okay, der Wind kommt von dort. Das heißt, wir werden dann hier unsere Industrie hinpflanzen. Und hier können wir dann gemütlich erstmal Wohnungen basteln. Das Schöne ist, ich habe halt echt eine richtig ebene Karte erwischt. Zumindest Na, das. ich nicht. Ich habe ja der Ich habe hier Hügelland des Zorns, ein ne? oberes Plateau und. Ja, unten noch ein bisschen. Ein bisschen. So, dann wollen wir mal anfangen zu bauen. Huch. Ich glaube, ich werde es generell eh gleich wieder komplett übertreiben mit Straßen, daher. Was? Wer? Ja, na, ich werde jetzt auch gleich wieder Blanklott. Ich werde gleich Blanklott gehen, Blanklott? Blanklott, wer weil denn? ich gleich am Anfang wieder anfange, Öl zu pumpen und das überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich will jetzt mal gucken, dass es hier ein bisschen symmetrisch Naja, mal ist. gucken. Denn schön soll es natürlich aussehen. Ja, doch, das kann man schon so. Nein, ich hätte gern die Kurve noch ein wenig steiler. Zack. Was ist das denn schon wieder für ein Müll? Och. Also Straßen am Anfang Ach, sind ja echt immer ein bisschen schwierig, ne? jetzt funktioniert das wieder nicht. Also, ich würde. Stadtgründung genehmigt. Ach, das ist aber nett. Ja, ich bin noch beim Straßensetzen. Irgendwie Ja, ich wollen. auch. Du musst ja am Anfang nur die Autobahn anbinden Ja, und ups, jetzt hast du hat eine es Straße, ne? funktioniert. Ja, das war gerade nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Okay, wie komme ich denn jetzt am einfachsten, schnellsten, dümmsten dort runter dann? Boah, krass, ich kann ja erstmal einen Tunnel bauen. Wie sinnlos ist das denn? Ich probiere jetzt aber auch mal was. Gucken, wie das aussieht. Oh Gott. Och, ja, bau mal einfach mal eine Brücke darunter. Warum auch nicht? Ja, das ist sowieso sehr geil mit den Hügellandschaften, ja. Das hätten sie schon ein bisschen So. besser anpassen können, dass man dann einfach mal dezent irgendwie am Rand langfahren kann mit der Straße oder so. Das wäre ganz cool. Funktioniert bedingt, sehe ich gerade. Würde sogar funktionieren. Sieht zwar absolut hässlich aus, aber ich probiere es jetzt halt mal. Ja, ideale Voraussetzung. Ich probiere das jetzt mal so. Wow. Ich hatte gerade so eine geile Brücke noch da drin. Das sah cool aus. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. Wollen wir jetzt uns irgendwo. Ah, da war sie. Her damit. Zack. Kosten Schweinegeld, Zeigt aber. nämlich, ach so, da muss ich auswählen. Sieht Haha. eigentlich ganz cool aus so. Ja, wollen wir uns jetzt irgendwie festlegen, zwecks, wer macht Nö. was? Ach so, na, ich baue gerade erstmal nur Häuser. Du baust, ja gut, das ist. Ich bin nicht mal gleich pleite. Ja, das ist richtig. Nee, ich meine zwecks Müll und Abwasser. Na, ich würde sagen, wir machen Wobei, ja, erstmal ja. Strom und Wasser jeder für sich und dann gucken wir mal, wer als erstes aufgefordert wird, Abwasser zu bauen. Weil Abwasser kommt sowieso vor Müll. Das Ding ist, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Abwasser nicht ein Pflichtprogramm für jede Stadt ist, weißt du? Nicht so wie beim Müll, was wir jetzt schon hatten. Wir müssen Na, ja warte mal, dazu das können wir sagen, einfach wir haben das ja schon rausfinden. angetestet, das Spiel, Nee, Abwasser kurz. gibt's. Hier, kaufen Sie benachbarten Städten Abwasserkapazitäten ab. Okay, dann heißt, Funktioniert. man könnte rein theoretisch Abwasser weglassen. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich werde wahrscheinlich erstmal alles Eben, eben. generell bauen. Ich brauche zum Beispiel erstmal Wasser. Ich brauche jetzt erstmal einen Kredit. Ach so, ich kann noch keinen Kredit aufnehmen, weil ich noch nicht Play gedrückt habe. So, jetzt kann ich einen Kredit aufnehmen. Annehmen. Und erstmal in die Miese. Ich auch. Gut.
Wo kommt's denn da hin? Okay, da geht's runter. Mir fehlt ja hier schon wieder ein komplettes Eck. Eine bebaubare Fläche. Also was mich ankotzt bei meiner Stadt, dass die jetzt schon Industrie haben wollen. Ich will die Industrie aber ans andere Ende von der Autobahnanbindung bauen und da müsste ich erstmal Straße flacken. Ich eigentlich kein Bock, aber. So, dort und. Machen wir das mal. Aber ich wollte keine Wahl. Irgendwie. Halt. So, machen wir das mal so. Und ich habe gleich wieder kein Geld mehr. Okay, jetzt habe ich erstmal das Grundgerüst steht soweit. Das ist alles super. Ja, wie gehen wir vor? Könnte möglichst unsystematisch. Ja, das sowieso. Huch, ich bin immer im Kurvenmodus drin. Das will ich jetzt hier noch nicht haben. Dann mache ich das hier, nehme ich erstmal so. Und so und so. Das ist mir gerade sehr unglücklich, weil ich nicht weiß, wie ich die Industrie hier bauen will. Der Sabovs ist unglücklich. Nein! Hat die hier irgendwelche Rohstoffe auf der Map? Ja, sogar relativ viele. Ein Forts Kohle. Oh. Ich habe richtig viel Erz, Alter. So, nehmen wir uns den zweiten Kredit auch gleich noch mit auf. Ein Forts Öl. Na, immerhin, ein bisschen was habe ich. Mir brüllt hier gerade die Musik durchs Ohr, das ist ja nicht normal. Ja, deswegen habe ich die erstmal runtergenommen. Okay, ich denke mal, Grundversorgung steht. Nein, hier unten brauchen wir noch ein kleines Gebiet für die Industrie und dann sind wir auf jeden Fall ganz gut ausgerüstet für den Start. Machen wir das mal so. So, dann bin ich mal gespannt, wie ich das mit der Industrie unten hinkriege. Ich baue jetzt einfach mal wild drauf los. So, hier können wir auch noch was setzen. Okay. Gut, Kinners. Das mit den Hügeln nervt schon ein bisschen, aber nur minimal. Ein bisschen. Kommt drüber hinweg. Ein ganz klein bisschen. So, hier ein bisschen davon. Dort ein wenig Industrie. Das sollte auch erstmal reichen. Was war es? Ja, das ist ja mal die Sinnlose. Ein bisschen Strom. Brauchen. Oh, ich brauche Strom, scheiße. Ja, gut, dass ich noch einen Kredit habe. Und schon schwuppdiwupp. Ich glaube, ich werde ab jetzt immer pauschal alle drei Kredite auf einmal nehmen und dann fange ich an zu bauen. So. Nö, ich brauche keinen Kredit. Ach, der feine Herr Schnösel braucht keinen Kredit, hä? Oh. Sind wir heute wieder so? So, ich brauche aber Strom. Er empfiehlt mir, ein Windkraftwerk zu bauen. Ja, ich was mir bei den Windgeschwindigkeiten überhaupt nicht passt. Ich frage mich gerade, wo ich das wenn hinbauen sollte. Ich könnte das hier mit hinsetzen. Also ich müsste es bei mir auf den Berg setzen. Auf den Berg, meiner. Bergruf, ja. Ich mache das mal so. Wo war denn das? Ich bin blind. Da steht mir erstmal direkte Wasserkraft im Weg. Ich kann kotzen. Es kotzt mich an. Es riecht mich auf hier. So, Sabovsl hat jetzt schon seinen größten Spaß und Freude wieder mit diesem Spiel. Ja, weil ich wieder nicht nachgedacht habe. Ich klone. Ich habe ja nun doch schon das Spiel zehnmal gespielt. So, nochmal ein bisschen Wasser setzen wir am besten mal dort mit hin. Dann haben wir die Versorgung erstmal auf einem Platz. Okay, dann einmal Schnellvorlauf, dass hier mal was losgeht. Dieter. Ja gut, mehr Wind kriege ich hier nicht, dann machen wir das einfach mal so. Die erste Mission haben wir auch schon erledigt. Den Sims ein bisschen Wohnraum ausweisen, aber das ist ja nun wirklich nicht das Problem. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich habe auf jeden Fall gerade schon arg Minus. Du bist Minus? Na ja, gut, ich habe ja gerade alles auf einmal. Die stündlichen Einkommen. Oder stündliche Einkommen meine ich. Ja, ja, klar, sonst bist du auch pleite, wenn du sonst im Minus bist. Ja, nicht direkt. Man kann ja noch. Ja, du kannst dann noch Kredite Kredit aufnehmen, Steuern erhöhen. Apropos Steuern erhöhen, das wird das Erste, was ich mache. Kann ich noch nicht. Brauche ich erstmal das Rathaus, natürlich. Und das kann ich jetzt auch bauen. Das trifft sich natürlich sehr gut. Das war eine Maßnahme. Gemeindehaus bauen. So, genau. Wo baue ich das jetzt am besten hin? Hier wird auf jeden Fall, ich habe mir jetzt so gedacht, wenn ich das jetzt so sehe, wird hier ein bisschen Gewerbe. Eventuell Casino. Muss ich erstmal schauen. Apropos, jetzt kommt, bevor ich jetzt überhaupt was mache, schaue ich erstmal, wo die, ja, klasse. Ich baue natürlich wieder genau auf dem Ölvorkommen. Ach nee, Kohle ist das. Haben wir noch irgendwo was? Eisen?
Oh, es leckt's doch. Ja gut, das passt ja wieder. Das Öl ist genau im Industriegebiet. Da werde ich das auch nutzen.